Dieses Mal im Test die 56 STY aus der innovativen Ideenschmiede von Absolut. Direkt beim Betreten des Bootes stellen wir fest, dass die Seitendecks bequem begehbar sind. Passend angebrachte Handläufe sorgen zusammen mit der stabilen Reling für Halt und führen zur Sonnenliege auf dem Vordeck. Auch am Heck offenbaren sich durchdachte Detaillösungen. Zum Beispiel sind die Stufen auch bei ausgefahrener Gangway noch problemlos benutzbar. Unter der Heckbank befindet sich ausreichend Stauraum für 6 Fender. Durch große Schiebetüren gelangt man in den ebenerdigen Salon. Außen befindet sich die Wetbar mit Eiswürfelbereiter und Kühlschrank. Weiterer Kühlraum und ein Gefrierfach befinden sich im Salon. Auch die gut ausgestattete Küche bietet reichlich Platz zum Stauen und Arbeiten. Im Salontisch kann man nach Belieben Gläser und Tassen seesicher verstauen. Vom Fahrstand aus lassen sich das Glasdach sowie die Seitenfenster elektrisch öffnen und die Absolut zu open werden. Außerdem lässt sich der Fahrstand mit einer LED-Lampe beleuchten. Das Schaltpanel befindet sich gut erreichbar im Niedergang. Das Testboot verfügt über 3 Kabinen plus eine für die Crew sowie 2 geräumige Bäder mit Dusche und Toilette. Master- und VIP-Kabinen überzeugen durch bis an die Wasseroberfläche reichende Rumpffenster, hohe Decken und indirekte Boden- sowie Wandbeleuchtung. Befinden sich unter anderem die Dieseltanks und Batterien. Der Dieselfluss wird mittels Magnetventilen gesteuert. Negativ fallen die Schaumabdichtungen an der Motorraumdecke auf. Zwischen 1600 und 1800 Umdrehungen pro Minute geht das Boot vom Verdränger in die Gleitfahrt über. Ist diese erreicht, messen wir einen akzeptablen Schalldruck von 82 Dezibel im Cockpit und maximal 76 Dezibel im Salon. Fazit: Die Absolut 56 STY ist ein Boot, das man nicht nur zügig um die Kurven zirkeln, sondern dank der zusätzlichen Joystick-Steuerung auch sicher an jedem Liegeplatz manövrieren kann.